Jo Leute, was geht ab, euer Jan hier, willkommen hier zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute geht's weiter mit Foot Champions Gameplay, denn wir haben es wieder weltweit in die Top 100 geschafft, Freunde, und konnten 39 Siege mitnehmen und haben leider eine Niederlage kassiert und die Niederlage leider im letzten Spiel, Freunde, stand 39-0 und habe leider das letzte Spiel verloren, Freunde. Ja, weltweit 30. Platz geworden, ich stehe aktuell monatlich 78-2. Also ich habe sehr, sehr gute Chancen für die nächste Quali, also die Top 64 qualifiziert sich für die nächsten Regionals und aktuell stehe ich auf Platz 15, Freunde. Und ich wollte mich natürlich ganz herzlich bei euch bedanken für 100.000 Abonnenten, Freunde. Vielen, vielen Dank, wirklich, also ich schätze das wirklich sehr, denn ohne euch könnte ich das Ganze nicht schaffen. Dankeschön dafür, Freunde. Ich hoffe natürlich, dass ich mich bei euch revanchieren kann, Freunde. Und ja, für die Neuen nochmal meine Aufstellung. Was spiele ich eigentlich für eine Aufstellung in Foot Champions und dies und das? Ich spiele die 4-4-2, die flache Formation, also die flache Aufstellung, Freunde, ganz normal 4-4-2. Ich gebe die Anweisung bei den Stürmern, Abwehr überlaufen. Den einen ZM gebe ich hinten bleiben und energisches Abfangen. Dem Verteidiger gebe ich ein hinten bleiben. Es kommt demnächst aber auf jeden Fall noch ein Tutorial, wo ich halt Taktiken und Anweisungen alles noch speziell zeigen werde, Freunde. Der Gegner, Freunde, gegen den wir verloren haben, waren Gold 2, Gold 3 Spieler. Aber ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich stand hier sogar 3-1 im Rückstand, Freunde. Dann habe ich wirklich alles auf Offensive gesetzt. Aber es ging nicht, Freunde, ja. Es war das letzte Spiel. Vielleicht war ich ein bisschen angespannt, keine Ahnung. Aber hier zum Beispiel der Pass, der darf niemals ankommen. Der kommt einfach an. Es stand einfach 4-1, Freunde. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen soll. Ich habe alles offensiv eingestellt. Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Er hat dann auch ein bisschen die Zeit runtergespielt. Aber kann ich halt verstehen. Gegen gute Spieler macht man das halt so, damit man die Führung nicht hergeben will. Ja, wie, guck mal, ihr könntet zum Beispiel hier auch sehen, ich habe nur noch zwei Verteidiger oder so, weil ich habe wirklich alles auf Offensive gesetzt. Hier nochmal in der 88. Spielminute gebe ich nochmal wirklich alles und spiele den Pass und mache das 4-3. Aber leider reicht es nicht, Freunde. Es reicht leider nicht. Und ja, wir haben das Spiel verloren. Wir hatten wirklich die Woche wirklich sehr, sehr gute Spieler wieder. Elite 1 Spieler sogar, sehr viele am Start, aber die haben viele gequittet, deswegen konnte ich die Aufnahmen alle nicht mitnehmen. Hier der Gegner war zum Beispiel ein Elite 2 Spieler, der gar nicht mal so schlecht war, aber ich glaube, der kam nicht so auf mein Spielstil klar. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, Freunde, am Donnerstag um 21 Uhr kommt wieder ein Pack Opening auf meinem Kanal. Seid gespannt, das TDW soll die Woche sehr, sehr gut sein, deswegen mal schauen, bin ich auch gespannt, Freunde. Ja, hier im Spiel führen wir schon frühzeitig 2-0, Freunde. Der Gegner, ich habe den einfach nur gepresst, Freunde, weil ich hatte das Gefühl, gegen Pressing kam der nicht so gut klar und habe meine Chancen auch sehr, sehr gut verwertet und mache hier sogar das 3-0. Auf jeden Fall für die neuen Leute, die auf meinem Kanal sind, schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr hier demnächst auf meinem Kanal sehen wollt. Natürlich auch an meine treuen Abonnenten, die immer hier am Start sind. Schreibt mal einfach unten in die Kommentare, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt. Und schaut euch mal das Freischusstor an, Freunde. Einfach in die kurze Ecke mit Ronaldo, direkt in dem Winkel. Hier machen wir das 4-0, Freunde. Ja, der Gegner hat dann auch ein bisschen vorne natürlich Druck gemacht und hatte dann auch zwei, drei gute Chancen. Hier hat er nochmal eine Ecke und macht natürlich auch das 4-1. War eine sehr gute Ecke, finde ich. Und Ferdinand ist sehr, sehr kopfballstark. Deswegen, aber wir machen hier weiter. Heel to heel, kommen hier gut vorbei und treffen hier leider nicht. Ja, das Spiel nähert sich langsam dem Ende. Aber wir haben immer noch Chancen, Freunde. Henri trifft hier nicht, Freunde. Leider. Dann machen wir hier direkt weiter. Und Ronaldo hat den Ball. Ja, war nichts so viel. Weiter geht's hier. Hullet. Also Laufpass, das war ein R1 Pass, deswegen, ja, geht's weiter hier, 5-1, machen wir hier noch eine Schussantäuschung in die lange Ecke, 6-1, Freunde, und ja, der Gegner war schon, glaube ich, am Ende, weil es steht halt 6-1, Freunde, gar keine Chancen mehr, hier machen wir nochmal einen Lüpfer, aber der geht leider nicht rein, und ja, das Spiel gewinnen wir auch verdient, 6-1, Freunde. Das waren die zwei Gameplays, was ich euch zeigen wollte. Es kommen immer die Wochen jetzt Gameplays von mir auf meinem Kanal auf jeden Fall. Ihr wisst es ja schon, Freunde, ich habe das Format schon seit ein paar Wochen angefangen, dass immer Gameplay auf meinem Kanal zu sehen ist. Das war's zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns natürlich Donnerstag, 21 Uhr, Pack Opening, Freunde, auf meinem Kanal. Auf jeden Fall einschalten und bis zum nächsten Video. Und damn. Yeah.